Was heißen hier nö? Du spielst ja nicht alleine. Die Community spielt ja auch mit. Zum Beispiel der Trautmann, der spielt ja auch mit. Ich spiel mit. Oh, Handschuh. Der letzte Stein. Nimm ich das. Kling, 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 kling. Wir wollen doch nur etwas Spaß haben. Etwas Spaß haben. Etwas Spaß haben. So, einmal das hier. Und einmal das hier. Mega gut. So, alle tot, ne? Was das? Gewährt Immunität. Für 3 Räume. Aber das ist eigentlich auch gut, ne? Ich benutze immer noch keine Items. Ich bin so itemfaul. Und schon gar nicht mein Handschuh, den ich die ganze Zeit hier aufbessere, weißt du? Mein Handschuh baller ich hier richtig hoch. Mein Infinity-Handschuh. Und dann mache ich eh nur Kacke hier. Oh, plus 44%. Digga, wir brauchen das Legendary-Ding hier. Wir brauchen das. Wir drehen jetzt so lange. Oh, ich habe gar kein Geld. Ich kann nur einmal drehen. Das wäre auch gut. Das wäre auch gut. Das wäre aber noch besser. Die wäre auch gut. Die wäre auch gut. Also, es gibt eine gute Chance, dass wir was Gutes sehen. Wünsch mir die. Drück mir die Daumen. Ach, Schmutz. Schmutz. Ach, du hast schon wieder nicht gegönnt. Kommt drauf an, wann wir anfangen. 9:30 nimmer. Na, 9:30 noch nicht. Hä? Und was heißt hier 9:30 nimmer? Ja, ich hab Schwein auch gefragt, ob Schwein mitmachen will. Von Schwein kam ja auch gar keine Antwort, ne? Geist im verfluchten Traum. Eine Kreatur jenseits deiner Vorstellungskraft erscheint vor dir. Sein Gesicht vor Schmerzen verzerrt. Du starrst auf seinen spitzen Bart und seine lethargischen Augen. Keine Ahnung. Sie sehen aus wie die Augen von einem längst toten Fisch. Die Augen starren zurück. Hilf mir hier raus! Es ist so kalt! Bittet er dich in einer ernsten Stimme. Erhalte einen Schlüssel. Erhalte einen zufälligen Trank. Zeige auf die Wand und erhalte Gold. Wir nehmen das Gold. Wir haben genug Schlüssel. Wir haben 2 Schlüssel, Digga. Schlüssel sind da. Doch, nur. Hast du es mal wieder überlesen? Dann sag's nochmal. Sowas passiert auch nur mal auch dem Besten von uns. Guck mal, hast du gesehen? Ich habe die Fähigkeit benutzt. Erst wurde das getriggert und dann wurde das getriggert. Hast du das gesehen? Das, weil die leuchten dann. Was da getriggert wird. Alle tot? Alle tot. Na 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 na. Pup. Nur mal gucken. Okay, wieder ein Boss. Also einmal so. Und einmal so. Oh, ich hätte zu gerne die legendäre Waffe gehabt, ne? Aber wir können ja noch 4-mal drehen. Wir können ja am Ende, wenn ich hier durch bin, nochmal dahin und drehen. Alle tot? Ne, der Boss noch nicht. Hallo? Wie oft er brennt. Er brennt einfach. Ich muss hier gar nichts machen. Er brennt einfach. Jetzt kriegt er noch so einen ab. Jetzt gehe ich hier hin. Dann kriegt er meinen Handschuh noch ab. Oder auch nicht. So, jetzt kriegt er meinen Handschuh noch ab.
tot. Ich habe ihn einmal gehauen. Spiel des Lebens ist kein Spiel, was ich spiele, noch zuschaue. Nicht mal bei Peacemeat interessiert mich die Folgen und so weiter. Ja, aber es ist ja was anderes, ob ich das spiele oder irgendein Random-Typ. So, für jeweils 5 verwendete Fähigkeiten werden MP-Kosten reduziert. Aller erlittene Schaden wird reduziert. Für jeden Gegner, den L besiegt, wird ein kleiner Buff hinzugefügt. Dieser Effekt verfällt aber beim Verlassen. Ich nehme das. So, jetzt einmal hier rüber. So, einmal wieder das hier. Und einmal das hier. Einfach Best Man hier. Guck mal, alle tot. Was ist das? Was ist das? Aua! Ach, da lebt noch einer. Da lebt einfach noch einer, du. Aua! Mann! Kanone. Kanone mit Größe 3 irgendwo in Reichweite. Jetzt habe ich hier einfach Prügel gekriegt. So, kann ich das jetzt benutzen? Wundert! Warte mal. Seetank. Beschwört Seetank, der einen Gegner verheddert. Ah, okay. Muss ich mir sowas nicht antun zu spielen? Nee. Dann halt nicht. Der Trautmann, der will das mit mir spielen. Hab ich recht, Trautmann? Du willst das mit mir spielen. Du erhältst einen Segen. Der deine normalen Angriffe werden doppelt so stark. Alle deine Begleiter können aber nicht verwendet werden. Ja, ich habe eh keine Begleiter. Ich hab doch eh gar keine Begleiter. Also, shitty girl. Warum flog da jetzt Geld rum? Was ist das? 100 Seelen. 100 Seelen. Auf meinen Nacken. Wann nehmen wir Fleisch oder das Ding? Kann ich mir das so angucken? Ja. Roulette des Glücks. Fisch gut durch. Fisch. Fleisch gut. Okay, hier ist Roulette des Glücks. Jedes Mal, wenn du einen Kampfraum betrittst, wird ein zufälliger Buff bewirkt. Verfällt, wenn du den Raum betrittst. Verlässt. Nice. Vielleicht kriege ich auch Fähigkeiten. Stärke mehr oder so. Gutes Ding. Ist ja nichts Negatives. Ich krieg halt nur nicht gezielt etwas Gutes. Von irgendwas Gutes. So, was habe ich jetzt zum Beispiel gekriegt für einen Buff? Normale Angriffe haben 3%. Ne, hier. Plus 15 Angriff. Habe ich gekriegt. Oh, ich kann nicht zaubern. Warum kann ich nicht zaubern? Ach, wegen meinen Begleitern. Oh, ich bin so doof. Die Begleiter. Oh, nee, jetzt habe ich mir das doch alles kaputt gemacht. Ich darf nicht mehr zaubern. Ach, komm schon. Ich dachte, oh, nee. Ich habe gedacht. Weißt du, was ich gedacht habe? Meine Diener, die rumlaufen. Ich habe gedacht, meine Diener. Aber das ist ja jetzt doof. Das ist richtig dumm. Ich habe gedacht, die Diener. Die kann man nicht rufen. Hä?
Wieso kann ich meine Handschuhe nicht rufen? Item ist ein Cooldown, aber wie lange will er denn einen Cooldown haben? Hey, ich kann ihn gar nicht hauen. Doch jetzt. Hä, der stirbt einfach. Scheiße. Stimmt ja, die Bombe. Das ist nun ärgerlich. Ja, ich habe schon wieder falsch gelesen, wegen Trautmann. Der liest auch ständig alles falsch. Der steckt an. Ich sag dir das, du. Ich nehme sein Verhalten an. Ich bin wie so ein Dito bin ich. Dito, Dito. Herausforderung! Nutze deine Waffe weniger als 10 Mal. Ich kann nur meine Waffe benutzen. Das ist ja das Problem. Oh, ein Schwarzhändler. Ja, verkackt, ne? Ich habe nur eine kleine Kiste gekriegt. Tja, was hat denn der Händler für mich Schönes? Fähigkeiten können auch Crit erzielen. Nice. Was hier? Je weniger dein TP, desto höher dein Angriff und Verteidigung. Das ist auch nice. Erhalte sofort 2 zufällige Relikte. Okay, ich nehme auf jeden Fall das. Fähigkeiten können auch Crit machen. Aber im Moment darf ich keine Fähigkeiten benutzen. Das ist leider suboptimal. Der Handschuh. Oh, da kommt der letzte. 100% Lähmung. Ah, vielleicht hätte, wenn man nicht auf Lähmung gehen möchte, vielleicht die Lähmung hier so reinmachen. Weil hätte ich jetzt hier den roten drinne, hätte der rote ordentlich Schaden gekriegt. Weil je weiter, also je später ich den Stein einsetze, desto mehr. Weil vorher war ja auch der Handschuh-Cooldown minus 1 nur. Hier wäre er bei minus 1 gewesen. Und jetzt habe ich einfach nur 100% mehr Lähmung. Und jetzt kann ich knipsen. Bung! Und die geizige Menschheit ist weg. Alle gönnen nur noch. Alle spenden nur noch. Alle schenken Nächstenliebe. Keiner arbeitet mehr für sich selbst. Jeder arbeitet nur noch für den Nächsten. So, wo war das Roulette-Ding? Hier, ne? Oder? Vielleicht kriege ich da ja noch meine... Oh, ich muss den Boss machen ohne Fähigkeiten, ne? Das ist so schrecklich. Schmutz. 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 Scheiße. Dreimal Schmutz. Wie soll ich denn den Boss machen ohne meine Fähigkeiten? Das ist auch sowas von Schmutz. Ich werde jetzt sterben, ne? Ich habe so gute Relikte und werde jetzt einfach sterben. Manu. Warum? Meine Anwesenheit macht immer irgendwas kaputt. Da ist er. Ich trinke dann mal lieber. Er beschwört hier einen Mini-Boss. Erzähl mir nichts. Ohne Fähigkeiten soll ich jetzt...
könnte immun nehmen. Dass ich immun gegen den Gift bin. Das ist natürlich mega gut, ne? Ha! Er hat ihn getötet! Das Gute ist, dass ich ja immun bin jetzt gegen das, was auf dem Boden ist, ne? Das ist so gut, dass ich jetzt dieses Immun-Ding habe. Was nicht so gut ist, dass ich hier keine Fähigkeiten benutzen kann. Das ist Schmutz. Hat er mich getroffen? Was macht er da hinten? Also ruft schon wieder ein. Wie lange ist das Ding denn im Cooldown? Da steht doch zwei. Das heißt doch zwei Runden, oder nicht? Aber. Ich bin betäubt. Leck mich am Arsch, ich bin betäubt. Ich muss was trinken. Ich muss hier weg. Warum tötet er ihn? Heilt er sich damit? Der frisst das und heilt sich damit. Mich gibt's nicht zum Frühstück. Ah, er hat mich wieder betäubt. Er ist weg. Jawohl, ich habe ihn besiegt. Ohne Fähigkeit, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin so gut. Ich bin so toll. Ich bin einfach gut. Ich bin gut. 20% Chance auf Drop eines zufälligen Items. Jedes Mal, wenn ich ein Item verwende. Alle stapelbaren Effekte haben doppelte Menge an Stapeln. Wenn mit Fähigkeiten gegen Schwächen. Ja, dann nehme ich das. Weil ich habe ja hier unten, zum Beispiel hier die 6, zum Beispiel maximal 10 oder so. Ich bin so gut. Ich bin so toll. Und nächste Runde darf ich auch Fähigkeiten wieder verwenden. Na, 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 na. Na, 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 na. Komm, schlag ein. Oh. Gott sei Dank, sag ich dir, du. Gott sei Dank. Hierfür habe ich leider kein Geld, oder? Das ist alles Minus. Item. Dafür habe ich auch kein Geld. Entwurf habe ich auch nicht. Warum ist hier eigentlich so ein Ding? Warum soll ich mich dahin teleportieren? Gott sei Dank, ich darf Fähigkeiten... wiederverwenden. Fähigkeiten.